Moin, ich habe zwei Sachen für euch. Und zwar ist mir heute Nacht so eingefallen, wie kann ich denn mal meine Hockeystick-Kurve selber basteln? Also Hockeystick, do it yourself, ne? Ganz einfach, nehmt mal Google, ihr braucht keinen grafischen Taschenrechner oder sonst was, und gebt da mal ein, zum Beispiel y ist gleich 2 hoch x und so weiter und so fort. Experimentiert da mal ein bisschen rum. Dann könnt ihr solche Kurven selber basteln. Natürlich auch ganz normal für Mathe, Kurvenverläufe mal ganz schnell auf Google anzeigen lassen. Das geht hier, indem man einfach oben eingibt, y ist gleich und dann die Funktion x Quadrat oder was auch immer. Probiert da ein kleines bisschen mit rum. Weshalb ich hier mal diese Hockeystick-Kurve, dass man die selber basteln kann. Die nochmal extra dargestellt habe, ganz einfach, wenn ich nur diese Funktion nehme, die steckt ja hier drin bis zum Sinus, ne? Also bis zum plus 0,01 mal Sinus und so weiter. Wenn ich die nur nehme, ja, dann habe ich zwar die Form des Hockeysticks, das ist ja in Ordnung, aber ich muss ja auch Schwankungen einbauen. Die Schwankungen selber habe ich jetzt mal hier der Einfachheit halber mit 0,01 mal Sinus von x genommen und experimentiert mit den Werten ein bisschen rum und experimentiert hier auch mit der Einstellung. Da kann man verschieben, die Kurven verschieben, vergrößern, verkleinern und sonst was. Und dann, um einen gewissen Abstand zur x-Achse zu haben, habe ich einfach konstante 0,04 drauf addiert. Könnt ihr schön für alle möglichen Sachen ausprobieren und so weiter. Zweite Sache, und darum geht es mir auch. Ich werde hier oben laufen wir immer links und Teaser, darauf klicken, bildet weiter, dann bleibt das alte Video hier stehen. Wenn ihr das i hier oben nicht seht, dann geht mit der Maus oder mit dem Finger mal rein und dann seht ihr das i, klickt das an und dann sieht man dann, je nachdem, welches Gerät ihr benutzt, weitere Videos, die dann zu weiterführenden Themen führen. Es geht also auch um Funktionen, ne, einerseits. Vielleicht werde ich hier noch den Link anfügen und mal eine ganz eklige Gleichung lösen. Dazu zum Schluss den Link. Also 6 ist gleich 2 hoch x plus 2 hoch 2x. Die ist schon ein bisschen widerlicher. Da kann man nicht einfach sagen, ach, das fasse ich mal zusammen. So einfach geht es nicht. Aber wie das funktioniert, das zeige ich jetzt gleich zum Schluss. Ich wünsche euch was Schönes. Habt einen schönen Tag und malt mal ein bisschen Hockeysticks oder macht sonst was damit. Google ist ein sehr schönes Werkzeug geworden. Also, haut rein. Bis denn. Tschüss, tschüss.